Herzlich willkommen hier in der alten Abfüllerei bei der Brauerei Meisel. Viele von euch haben schon mitgekriegt, die Drogler Wurm Braun zusammen mit Meisel ein Bier. Und zu dem Zweck sitzen wir heute hier beieinander. Neben mir sitzt der Marc, der erste Braumeister der Meisel Brauerei. Servus Marc. Die zwei kennt es wahrscheinlich eh. Und der Tobi vom Marketing ist noch mit dabei. Der schaut, dass das alles hier in guten Bahnen verläuft. So, lieber Marc, was brauchen wir alles? Du hast uns da schon herrliche Müslis mitgebracht zum Frühstück oder brauchen wir das zum Bierbrauen? Schaut sehr lecker und gesund aus. Ja, das brauchen wir sicherlich zum Bierbrauen. Wir wollen ja nach dem Reinheitsgebot brauen. Das heißt, die vier Rohstoffe, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und jetzt ist unsere Kreativität gefragt. Wir wollen ja ein super Bier machen, dass wir aus diesen unterschiedlichen Rohstoffen die richtige Mischung wählen und sagen, da wird das Gutes daraus kommen. Und wollen wir mit Malz anfangen? Ja. Wir sollten uns hier über diese drei Mischungen Gedanken machen. Ja? Das wird wahrscheinlich ein bisschen kerniger, vollmundiger sein. Das wird eher ein bisschen schlanker werden. Ja? Okay. Man könnte auch sagen, man mischt ein bisschen zusammen, dass man sagt, Grundsubstanz, Pilsener Malz. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir sagen, wir geben so um die 6-7% von diesem Malz dazu. Und das hier ist ja doch sehr intensiv zu färben, wenn wir dann sagen, nochmal 4% oder 3% von dem dazu, könnte man sehr ausgewogenes Bier bekommen. Und aber sehr kräftige Mischung. Das ist ja, wenn man auch Waffen macht, dann Brauen ist ja eine Kunst, also wir sind ja eigentlich Künstler. Von daher haben wir was gemeinsam. Wir machen es musikalisch, wir machen es geschmacklich. Ach, naja, wir jetzt weniger Kunst. Also das war für mich alternativ. Naja, also ihr seht schon beim Malz gibt es 1000 verschiedene Auswahlmöglichkeiten und verschiedene Meinungen. Wir vertagen die genaue Mischung mal in die Untergremien. Jetzt haben wir das Malz. Was muss noch rein? Also Hopfen wahrscheinlich. Ganz wichtig, der Hopfen. Wir halten das einmal so grob in der Mischung fest. Also die drei Sorten. Genau. Jetzt habe ich hier drei verschiedene Hopfen, die ich schon mal in der Vorauswahl genommen habe. Kommen alle aus der Hallertau. Der Hopfen Herkules, das ist eigentlich mehr so ein Bitterhopfen, sehr kräftig, würzig. Und diese zwei nennen sich Hallertauer Perle und Hallertauer Mittelfrüh. Die sind mehr Aromahopfen, also eine schöne Hopfenbühne bringen. Das ist mehr Bittere und das ist Hopfenaroma. Ja, und wenn ihr jetzt da reinkriegt, müsst ihr aber bitte nicht verstehen. Also riechen oder essen? Also Essen ist es sehr bitter. Wenn du jetzt auf die Pellets drauf beißt, dann hast du heute Vormittag nur bitteren Geschmack. Ja, riecht intensiv, aber riecht gut, Hopfen. Lecker. Also du sagst, der hat ein sehr schönes Aroma. Ja. Das heißt, da müssen wir auch wieder die richtige Mischung finden. Da müssen wir auch die richtige Mischung finden. Also wenn jetzt der vom Aroma her hier am besten zusagt, ich würde also sagen, dass wir von der Bittere her ein bisschen eine Schaufel drauflegen, ein bisschen mehr als Exportbier. Okay. Dass wir sagen, Exportbier hat ja mehr als ein helles, aber wir geben nochmal eine Schaufel drauf, um in dem Sinn eine gute Ausgewogenheit zu kriegen zum Holz. Dass wir sagen, wir geben drei Hopfengaben, und sagen, zu Beginn des Kochens, Hopfen wird zum Kochen dazu gegeben. Geben wir die Grundbittere mit dem Herkules. Wenn dir der Mittelfrüher vom Aroma her besser ist, je später wir den Hopfen geben, umso mehr Aromastoffe bekommen wir, aber umso weniger Bittere laufen wir aus. Dann würde ich sagen, den nehmen wir als zweite Gabe. Passt? Und den dann als dritte Gabe. Das wäre dann der Hallertauer Mittelfrüh, der eigentlich dann dieses Hopfenaroma das Leid also, also das war der Mittelfrüh. Der Mittelfrüh hat ein bisschen weniger drin, genau. Ja, genau. Das heißt, es wird jetzt nicht ganz so bitter wie ein Pilz. Genau, also nicht ganz so bitter wie ein Pilz. Ja. Ja, aber ich würde auch nicht zu malzig, zu süß. Genau, also wenn man jetzt zu wenig bitter trinkt, dann wird es wahrscheinlich zu malzig. Ja. Ja, jetzt haben wir Malz, jetzt haben wir Hopfen. Also Wasser. Das Wasser haben wir, genau. Und von der Hefe, wir haben eine eigene Hefe für uns im Betrieb und in der Hefe
Kopfschmerzen in der Richtung machen. Mhm. Das heißt, wir verkehren es untergierig. Und die Hefe muss natürlich ständig gekühlt werden. Das heißt, die werden wir dann kurz, bevor wir dann das Bier in den Bottich reingeben oder während wir das Bier in den Bottich reingeben, werden wir dann die Hefe dazu geben. Ja, ja, dann und ist es dann im Prinzip fertig, ja, das Bier. Von der Theorie her. Also von der Theorie, wenn wir die Malzmischung so machen können, auch diese drei Hopfengaben in der Form, dann wären wir eigentlich, wie du sagst, von der Theorie fertig. Dann brauchen wir nichts mehr. Dann hätten wir alles. Also wir haben gelernt, es gibt, wusste ich auch nicht, verschiedenste Malze, die wir irgendwie zusammenmischen müssen. Es gibt verschiedenste Hopfenarten, die wir irgendwie zusammenmischen müssen. Wasser gibt es, ein gutes Original-Meißel-Quell-Brauwasser dazu und Original-Meißel-Hefe dazu. Das Bierbrauen ist doch nicht so einfach, aber mit dem Markt zusammen schaffen wir das. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie das da weitergeht und welche Mischung das wir da machen. Also bleibt dran.